Zum Thema Asylpolitik ist mir Folgendes ein Anliegen. Ich selbst komme von meinem Hintergrund her, von Amnesty International. Also meine erste Aufgabe beruflich, mit der ich zu tun hatte, war es, Flüchtlinge bzw. Asylwerberinnen und Asylwerber zu betreuen. Und deshalb kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung mit Menschen, die verfolgt sind und denen es wirklich dreckig geht, Folgendes sagen. Was wir jetzt sehen, nicht nur auf Lampedusa und im Mittelmeer, sondern ganz allgemein, wenn Menschen auf der Flucht sind, aus Syrien, aus afrikanischen Ländern, aus Kriegsgebieten kommen, dann ist das Folgendes. Diese Menschen, die laufen davon, weil es ihnen wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und wir haben zurzeit nicht wirklich ein funktionierendes System in der Europäischen Union, wie wir mit diesen Asylwerberinnen und Asylwerbern umgehen, mit diesen Menschen, die eben auf der Flucht sind. Und dementsprechend brauchen wir ein System einer gleichmäßigen Aufteilung von Flüchtlingen auf Europa, nach einem Schlüssel, den es natürlich zu erstellen gilt. Am besten ist es, wir schauen natürlich auf die Bevölkerungszahl, aufs Steueraufkommen, also auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes. Es ist natürlich sehr, sehr vieles zu tun für uns alle, wenn es dann auch um die Integration geht. Menschen, die flüchten, die müssen betreut werden. Die brauchen für ihre seelischen Wunden Hilfe, aber natürlich auch haben vielleicht Kinder, die in die Schule gehen, brauchen Wohnungen. Das heißt, da ist ein ganzer Rattenschwanz an Aufgaben mehr oder weniger angehängt. Und das ist eine sehr, sehr große Verantwortung, von der ich sehr wohl weiß, dass es oftmals ganz schwierig ist, das auch in den einzelnen Ländern umzusetzen. Es ist aber wichtig, denn die Europäische Union steht für Grundwerte. Und ein Grundwert ist ganz einfach, Menschen nicht wieder zurück ins Wasser zu schubsen, die um Hilfe suchen und die unterwegs sind. Deshalb auch Frontex, nicht nur als eine Polizei auf hoher See zu betrachten, sondern, so wie wir es im Europäischen Parlament entschieden haben, auch mit anderen Aufgaben auszustatten, nämlich dass sie auch für Schutz und Sicherheit sorgen sollen, und zwar auch für die Flüchtlinge, nicht nur für die entsprechenden Europäischen Unionsstaaten. Das heißt, es ist eine ganze Latte an Dingen zu tun auf europäischer Ebene. Vieles, was sehr schwierig ist, aber vieles, was ganz einfach auch notwendig ist. Ein weiteres Faktum ist, dass Europa zu einem Einwanderungskontinent wurde. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Es findet statt. Und meine persönliche Ansicht ist jene, dass Migration in geordneten Verhältnissen erfolgen soll. Und deshalb brauchen wir dazu Prinzipien. Der Europäischen Union hat es nie gut getan, den Kopf in den Sand zu stecken oder Probleme unter den Teppich zu kehren. Und insofern haben wir in den nächsten 5 Jahren noch eine ganz schön große Verantwortung vor uns liegen.